Show. Könnte man fast so sagen. Hallo, herzlich willkommen, ne, zurück hier in Entenhausen, wo man in Dunkelheit noch klein schreibt, weil es halt eben scheiße klein ist. Hä? Was laberst du, Herr Kollege? Keine Ahnung. Was ich aber auch sagen muss, ja, ich sag's mal so, ich hab mir eine Tischplatte bestellt. Tischplatte bestellt oder schon im Hause? Nee, bestellt. Weil ich wollte das Ding so machen, also immer so, der Tisch ist ja, vielleicht haben es die einen gemerkt, die anderen nicht, keine Ahnung. Ich habe ja einen neuen Schreibtisch, der übrigens, ich muss gucken, kann das? Ja, der ist höhenverstellbar, ich verschwind gerade, ne, also. Okay. Ja. Du brauchst Kernholz, ne? Also, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, aber du warst ja auf der Suche nach Kernholz. Soll ich weiterhin, oder wollen wir zusammen Kernholz farmen, oder soll ich mich drum kümmern, mehr Bronze und Kupfer und Zinn zu kriegen, damit wir hier mal vernünftige Ausrüstung haben? Das ist ja die Frage, was machen wir, ne? Oder was wollen wir? Ich will eigentlich schnellstmöglich den Uralten töten. Dafür müssen wir aber schauen, dass wir natürlich mit den Ausrüstungen. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja. Also, wir haben 7 Bronze. 1 Kupfer, 16. Ich habe eine Axt. Ich habe ein Schwert. Und du auch, ne? Ich hab eine Axt, ich hab ein Schwert, yo, und das müsste ich mal wieder reparieren. Und das heißt, wir bräuchten... den Jägerbogen können wir noch nicht machen. Das bedeutet, wir brauchen noch einen Pflug, der kostet 5 Bronze, damit wir ein bisschen Landwirtschaft betreiben können. Dann übrigens, bräuchten... schlafen, ne? Wir ja, ich komm gut. Gleich. Dann bräuchten wir eine Bronzespitzhacke, die kostet 10 Bronze, also dann sind wir bei 30 Bronze, die wir noch brauchen. Plus, wir müssen ja das Ganze dann noch upgraden. Dechsel, Werkbankverbesserung, Stimmt, das wäre auch noch, ne? Irgendwann kämen das ja auch noch zum Zuge. Kerbergestell, dann... Die Schmiedeblasebalg, den können wir noch nicht machen, weil wir keine Kette herstellen können. Amboss. Schleifscheibe, dafür brauche ich einen Wetzstein. Okay. Schmiedekühlvorrichtung, Edelholz, Kupfer. Und Gewürzaufhänger, Kesselverbesserung. Ja, es steht noch einiges an. Also wir brauchen mehr Ressourcen. Das ist schon mal Fakt. Also ich komme gleich schlafen. Ich lege hier noch ein bisschen Kohle. Du hast kein Kohle? Ja, danke. Ja. Das sagt mein Kontostand auch, nachdem ich Rechnung gezahlt habe. Du hast kein Kohle. Ja, das ist aber aktuell echt schlimm. Also gut, ich bin jetzt auch ein bisschen im Luxus. Ja, in dem Sinne nicht. Aber eben, ich habe mir jetzt... Upgrades gegönnt. Übrigens, ne, dein Drucker haben wir, glaube ich, schon gesagt. Das ist ja. Ist er dafür? Noch nicht. Also, das erste Gebot ist da, ja. Okay. Aber ich glaube, mehr kriegst du, glaube ich. Ja, der ist weg. Oh, nice. Wenn ich das Geld bekomme, sende ich dir das weiter und dann kannst du es dann versenden. Ich würde es dann online machen, also für dich. So gesehen. Dass ich das Etikett einfach per PDF dir zuschicke und ja, abzüglich schlussendlich dann Gebühren. Ich gebe dir die Kosten für die Lieferung. Die Lieferung wäre eventuell, gut, das ist wahrscheinlich mehr als 2 Kilo, ne? Kann ich dir nicht mal sagen. Aber da wäre es wahrscheinlich irgendwas um die 40 rum, abzüglich Kosten. Aber das Ding ist halt eben so, ich habe mir immer selbst auch immer die Frage gestellt, wenn ich was zu Hause habe. Es liegt nur rum, ja, du, ich habe mit meiner Freundin geredet, es liegt nur rum, besser als nix. Und ich habe jetzt auch wieder
wieder solche Maistrom-Adapter gefunden, bei mir zu Hause rumliegend. Die verkaufen sich relativ gut. Für 30 Schweizer Franken kriege ich die recht gut durch. Und jetzt habe ich schon 6 dieser Dinge einfach verkauft, ne? Ja, nice. Und ich habe auch noch ein altes. Übrigens, wir haben ja letztens gesprochen über NAS. Ne, dass du dir mal vielleicht ein NAS zulegen sollst. Ich habe noch eins. Im Keller. Ist zwar nicht von Synology, also bezüglich, wie soll ich sagen, Möglichkeiten ist es echt begrenzt. Also wenn du es nur als Speicher brauchst, so gesehen, geht es völlig okay. Also ich habe da eine komplett crazy Idee, aber die muss zuerst noch reifen in meinem Kopf. Dann kann ich dir von der crazy Idee erzählen. Ansonsten, eben, ich habe noch ein NAS da mit inklusive Festplatten. Ich weiß gerade nicht, wie viel Kapazität das die haben. Muss ich mal gucken. Ansonsten kann ich dir das ja, vielleicht nicht zusenden, aber könntest du mal abholen. Oder irgendwie machen wir eine Mischung daraus. Wir müssen das dann, ich muss mir das noch überlegen. Weil aktuell bin ich mit meinen 10 Terabyte Festplatte immer noch sehr zufrieden. Ja eben, ich habe mir, gut, das ist jetzt nicht für die YouTube-Aufnahmen, da habe ich 3x12er mit 20 oder so Terabyte können gebraucht werden. Das heißt, eine Festplatte kann da komplett durchschmoren. Wenn ich kurz unterbreche, ich habe ja meinen Stream gleichzeitig offen. Und bei mir flackert immer um mich herum, flackert der wegen der Nvidia Greenscreen-Einstellung. Hast du da eine Lösung? Hast du das irgendwie gelöst gekriegt, das Problem? Also wenn du in der Einstellung, gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Probleme, ne? Sehe ich gerade. Wenn ich stehe, ist das ein bisschen schlimmer. Jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich mich kurz an der Nase gerümpft und weil ich mich so ein bisschen bewegt habe, verschwinde ich zum Teil und werde unsichtbar. Naja, ich glaube, das ist noch in den Kinderschuhen. Zum Beispiel jetzt auch, wenn ich zwischen Hals und Kopfhörer gibt es auch immer wieder Probleme, wenn ich stehe, ne? Und ich habe schon da... Ja, du, mal schauen. Vielleicht dauert das einfach, wie du sagst, noch seine Zeit und ich glaube, die Zuschauer nehmen es mir eh nicht übel, wenn man meine Visage nicht immer sieht. Ich habe jetzt mal die Performance-Variante ausgewählt. Irgendwie scheint die, oder ich weiß es nicht. Die qualitative ist irgendwie komisch. Die Performance-Variante funktioniert bei mir besser. Ist irgendwie interessant, dass das so ist, wie es ist. Also du meinst, wenn ich auf Performance stelle, dann habe ich weniger Probleme. Ich sag mal so. Man muss es ausprobieren. Man muss es wirklich ausprobieren. Und ich bin mir auch langsam irgendwie dazu übergegangen, auch der Greenscreen vielleicht ins Internet zu stellen. Weil das funktioniert. Also klar, es ist nicht hundertprozentig okay, ne? Klar, also Greenscreen ist immer noch 100 Mal besser. Aber ich habe nur ein Streamlabs-Problem. Weißt du, dieses Microsoft in Teams, der funktioniert. Ach du Scheiße, jetzt ist mir der ganze Karren kaputt gegangen. Oh. Kernholz, wo war das nochmal? Irgendwo war ja komplett anderwo, ne? Jetzt muss ich mir hier so eine scheiß Werkbank bauen, weil sonst kannst du ja keinen Karren herstellen. Also, das ist manchmal... Soll ich dir mal hinterherkommen? Karren, ich brauche Holz für den Karren. Na, sowas. Ihr seid aber lustige Vögel. Nee, genau, bezüglich meines Tisches, ich bin super happy mit dem, also so gesehen die genau, also Deutsch ist okay, nein. Till hat seit neuestem stottert eben Till wieder so ein bisschen so Nee, hat eben, der Motor ist echt genial, wie das Ganze hoch und runter fährt, ist total cool. Also grundsätzlich ist es ein super Ding, nur der Bildschirm ist zu groß für den Abstand, also für mich persönlich. Ich habe irgendwie das Gefühl,
Ey, scheiß Wildschwein, hör mal auf. Du Kacke sauber. Wisch 7. So. Wildschweine immer töten. Ich seh's. Die sind wichtig für meine für meinen Wildschweinspeck. Ja toll, nicht in der richtigen Position. Der Karin ist ja mal umgedreht. So. Ah, hier hat's Kupfer. Gut. Das nächste Kupfervorkommen muss dran glauben. Ich hoffe, das letzte, was ich mit dieser scheiß Knochen-Spitzhacke abbaue. Nein! Die ist wirklich not the yellow from Stieck. Oh, wie dreh ich den Scheiß? Ey, das kotzt mich gerade so an. Ich nehme jetzt, ich habe jetzt vorgenommen, während der Festtagszeit mein Setup umzustellen. Toll, ich habe jetzt einen Move in Spring bekommen. Nice. Aber ich kann halt immer noch nicht den Karren nehmen, weil er halt in der falschen Position ist, weil er halt ihr Kopf über ist. Oh. Hier ist wieder so ein Green Greta Thunberg Sympathisant. Gut, der ist weg. Hast du eigentlich mal. Von der hört man überhaupt nichts mehr seit in den letzten Jahren. Der wurde so richtig still. Gut, die Frage ist, ne, ich krieg den Karren nicht mehr rum. Ich bin da. Muss ich jetzt abliegen oder was? Wie hast du eine Option, dass man den Karren einfach drehen kann oder so? Oder? Also ist auf dem Kopf. Ja. Dann musst du ihn anschubsen. Ja, mache ich die ganze Zeit. Ist er voll? Ach so. Wenn er Sachen drin hat, dann funktioniert das nicht so richtig. Das trage ich halt so viel, ne? So. So. Ne, das funktioniert genau gleich beschissen. Okay. Mann, ey. Huiuiuiui. Not the right position. Ja, genau. Mhm. So, er muss einfach an einen Stein. Okay. Scheißegal. So. Nee. Was ich in dem Sinne sagen wollte bezüglich meines Tisches, ist total genial. Also, das ist schon mal vorneweg. Und für den Preis von 160? Also, da kannst du dich nicht beschweren. Dann kann sich gegen. Mein Gefühl ist, der kann sich gegen 1000 Desktop-Tische behaupten und sogar übertrumpfen, teilweise sogar mit den Modi. Also, ich habe im Büro habe ich einen, der ist wirklich der, ja, ist halt ein Markenprodukt, kann man sagen. Aber der funktioniert in dem Sinne nie so gut wie der hier. Und was auch noch zu sagen ist, das ist halt einfach die Tischplatte. Die ist eigentlich okay, die ist super tipptopp, ne? Mhm. Aber die 60 cm in der Tiefe mit einem 27 Zoll Monitor 4K ist für mich aktuell einfach zu nahe. Also ich habe das Gefühl, ich muss wirklich immer wieder, ne, mein Gehirn, meinen Kopf 100% drehen und die Augen. Ich bin mir so gewohnt, 80 cm in der Tiefe zu haben. Und das ist für mich auch angenehm, weil ich es auch bei der Arbeit habe. Ja, es hat ja auch so seinen Grund. Man sagt ja, so eine Armlänge sollte man vom Monitor weghocken. Bin ich ja grundsätzlich, ne? Kernholz findest du da im Wald, ne? Mhm. Also du weißt ja, diese komischen Tannen. Mhm. Ah, du bist jetzt mit den 60 cm bist du eine Armlänge entfernt. Ja, genau. Aber für mich ist es halt so surreal komisch irgendwie. Für meine Augen ist das Gefühl, ich sitze jetzt im Bildschirm drinnen, ne? Dann ist es einfach, weil du Till bist. Ja, kann gut sein, Patrick, ja. Nein, aber